Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 27 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben hier die dicke fette Schlange, wo hier Fahrzeuge beladen werden müssen. Wir müssen gucken, dass wir Geld zusammenkriegen. Wir sind jetzt hier bei 18.000 und müssen irgendwie was bei 33 oder so haben, damit wir ein weiteres Lager auskriegen. Und da arbeiten wir jetzt dran und müssen gucken, dass wir das in dieser Folge schaffen. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro, ne? So, damit das Ganze ein bisschen flotter geht, schalten wir hier die nächste Stufe ein. Und hier werden wir definitiv das Material ändern. Da geht es wieder auf Erz, das hatten wir nämlich schon. So, der Zug fährt raus, das passt dann erstmal. Das große Lagerhaus kann zu, das haben wir ja hier. Schade, dass man da nicht zwei Arten einlagern kann, sondern immer nur eine. Ne? Das war jetzt nicht so prickelnd. So, hier geht es jetzt voran. Der ist weg. Der auch. Der fährt. Der fährt auch. Der fährt. Der fährt nicht. Da müssen wir dann gucken. Entweder dieses, die Bretter oder die Balken müssen da auf jeden Fall raus. Als nächstes. Damit der Zug leer wird, ne? So, der kriegt jetzt auch nichts mehr. Das heißt, der kann auch fahren. Der kriegt auch keine Bretter. So, der hat den Balken. Jetzt können sie wieder warten. Okay, jetzt stehen sie hier natürlich schlecht. Aber der nächste Zug sollte ja jetzt sofort kommen. Das lassen wir mal gerade so. Hier sind wir bei 20. Da kommt der Zug rein. Und der lädt ja definitiv auch hier rein. Ne? Dann passt das erstmal. So, 21. 22. 23. 24. 25. Ja, jetzt ist nichts mehr da. Ich lasse den mal schnell weiterfahren, weil wir daneben dahinter noch einen Bus haben. Der Bus soll definitiv abliefern können. Weil die bringen uns ja auch Geld. Wie wir sehen hier 250. Jetzt kommt hier kein Zug rein, oder was? Ja, jetzt sind wir wieder runter auf 8.000, 7.000. Das läuft hier erstmal. 15 haben wir aber nur noch. Das heißt 3 LKW und dann ist es schon wieder leer. So, der wird jetzt entladen. Das läuft. So, der wird nicht mehr entladen, der kann fahren. Der kann erstmal stehen bleiben. Der kann weg, weil das klappt auch nicht. Das klappt noch, das klappt noch. Der kann auch weg. Und der kann auch weg. Ne, der braucht nicht weg, der kann schon stehen bleiben. So, hier ist kein Bus hinter, dann bleiben die noch stehen. Ich hoffe, der Erzzug kommt schon sofort. Ja, da ist er, das reicht erstmal. Okay, weiß nicht, ob das komplett reicht, aber es sieht so aus. Ja, reicht. Der Bus kann durchfahren. Wunderbar. Wie viel Geld haben wir? 10.000 sind das gerade mal. Das ist nicht so dolle. Okay, hier müssen wir was machen, weil da steht der Dingensbus hinten dran. Der soll Geld verdienen und soll fahren. Also dieses ist eigentlich falsch hier, ne? Aber das können wir jetzt auch nicht ändern. So ist gerade alles gut erstmal. Da kommt der erste Zug wieder, oder der nächste Zug, der Erzzug ist das. Der laden die beiden, das ist schon mal gut. Sind jetzt bei 12, 13. Die haben hier entladen, naja. Und jetzt kommt da. Holz geht weg, Wörter gehen weg. Holz geht wieder. Der kann weiter. Fahrzeuge sind unrentabel, ist klar. Da passiert alles. Der kriegt auch noch voll. Der nicht mehr, oder? Ne. Der fährt weiter. 23 haben wir da unten. Die können stehen bleiben. Und hier
Fahren die zweimal bitte schön weiter, weil... Ah, da kommt er. Okay, dann bleibt so. Weil das bringt ja auch Geld, wenn der weiterfährt. Fünfer. Okay, ist durchgefahren. Der Bus kann noch fahren. Sehr gut. Wir sind bei 27.000. Sieht gerade gut aus, ne? Sind auf dem Weg zu den 34. Lagerhaus. Kleines Lagerhaus. Oh, jetzt sind wir bei 21. Hier, die müssen weg. Das hat keinen Sinn so. Fahr mal, damit der Bus Geld verdient. 45. Naja, hat nicht so ganz so viel verdient. Und da kommt der Zug, dann kriegt der erstmal wieder Ware. Das ist gut. Wir haben 28, wir sind bei 30. Oh, schnell, wir können Lager ausbauen. So, und da muss jetzt was rein. Was hat er hier? Aber das sehen wir ja sofort, was da als erstes raus ist. Die Bretter und das ist die Träger. Kommen dann mal rein. Der weg. Das hat alles geklappt soweit. Warte mal, das Lagerhaus können wir jetzt nicht mehr. Da sind wir schon im Minus da unten. Er kriegt keine Bretter. Die müssen weg. Das läuft. Ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Okay, das kann stehen bleiben. Und hier, achso, der HNG hieß ja. Der hatte mir geschrieben, dass das hier wohl das Problem ist, dass hier auf Auto steht und nicht sowas ausgewählt ist. Ne? Wenn das auf Auto steht, dann gibt es da wohl Probleme. Deswegen hatten wir da irgendwo bei Minute 4 und noch was dann mit dem Zug da hinten das Problem gehabt. Wahrscheinlich hat sich das irgendwann von alleine gelöst. So, da fehlt es jetzt wieder an Erz. Noch läuft's hier. Da kommt der erste Bus. Das heißt, der kann fahren. Der kann fahren. Und der kann auch fahren. Bis da der nächste Zug kommt, ne? So, wir haben 4000. Das läuft eigentlich nicht schlecht. Wenn die unterwegs sind, machen die viel Geld. Sie müssen nur unterwegs sein, ne? Im Stehen gibt's hier nicht so viel. So, das hat geklappt. Wir haben 20 im Haus hier drin, in der Lagerhalle. Das ist schon mal gut, ne? So, jetzt wird gefahren wieder. Wir produzieren Geld. Die fahren alle. Der geht auch noch. So, da ist einer, der kriegt nichts mehr. Der muss auch weg. Und der muss auch weg. So, das war erstmal gut. Wir liegen noch bei 0 hier immer wenigstens. Ich sehe noch keine roten Zahlen. Ab und zu mal ganz kurz. Aber ich glaube, wir sind schon wenigstens im Plus, oder? Okay, da wird gerade geliefert. Das heißt, die fahren alle. Ich hoffe, das reicht auch. Ja. Dann kann der Bus auch durchfahren, ne? Es war gerade hier 275 zu sehen als niedrigster Wert. Wir kommen voran, es ist aber mühselig, ne? So, hier bedeutet, ihr fahrt weiter. Weil der Bus muss definitiv Passagiere transportieren. Standzeiten bei den Bussen können wir uns nicht leisten, weil er kostet uns, naja, 140. Oder bringt uns 140. Und da kommt wieder was. Insolvenz vermieden. Anerkennungslieferung für das unternehmerlässige Wachstum. Wer war das denn? Das wohl, ne? Die haben da Holz hingeliefert. Sehr gut. So. Dingens würde gerade noch gebracht. Es sind auch noch zwei Wagen voll da. Hier müssen wir jetzt wieder aufpassen. Die alle schön durchfahren. Der fährt nicht mehr. Der fährt auch nicht mehr. Aber da der andere Zug jetzt weggefahren ist, können wir warten. Den lassen wir schnell fahren. Holzbretter, um Einschließung unternehmen zu verändern.
Da fehlen Bretter, okay. Bretter kommen da nicht rüber. Das ist nicht gut, ne? Ist wieder langsamer. Ja, wir müssen eigentlich zusehen, dass wir noch einen Zug kriegen, der hier mehr liefert, ne? Das ist unser Hauptproblem eigentlich jetzt gerade. Vielleicht sollten wir doch das umändern, dass wir nicht alles auf einmal da mit einem Zug hinbringen. So, jetzt müssen die weg, weil der Bus da ist. So, die fahren. Und da kommt ein Bus. Ein Zug. Mit Ware, sehr gut. Ja, es ist... Die Anlieferung ist zu selten hier mit dem Zug. Da müssen wir mehr machen. Station. Was kostet denn eine Station? Güter, 30. Die können ich auspacken. Man müsste eigentlich laufen, oder? Wieso ist denn hier einer voll? Der konnte nie abliefern, hat nicht abgenommen einer. Wo fährt denn der hin? Wo fährt der hin und warum liefert er da nicht aus? Gefräß. Dreht der da irgendwo? Ja, der dreht da. Hier hätte ausliefern müssen. Da war es dicht gemacht. Das bedeutet, diese beiden hier müssen jetzt woanders hin. Holzzugefräß Süd ist über. Dann bringen die das Holz jetzt hin. Holz nach Heubach West, oder? Holz zu Heubach West. Dann ist wer Konkurs gegangen, ne? Ja, da ist es passiert. Der war's. Ja, können wir jetzt nicht ändern, ne? War klar, dass es irgendwann kommen wird. Den mal bitte schnell da. Shit. Das ist nicht gut. Das wirft uns jetzt ein bisschen zurück, ne? Fahrzeug ist unrentabel, kann aber egal sein erstmal. So, jetzt fährt der Zug raus. Hier stehen jetzt auch welche, aber die, glaube ich, die fahren trotzdem noch. 8000 ist ein bisschen wenig. Da kommt der nächste, der jetzt Ladung hat für die alle. Ich hoffe, reicht für alle. Ja, der Bus fährt dann auch noch. Ja, wir müssen gucken, dass wir das besser hinkriegen. Ja, das ist nicht gut genug. Okay, der fährt jetzt voran. Die Bänder hier sind ja alle voll, ne? Ja, müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Wir haben ja hier das mit den Trägern und sowas. Ich glaube, da müssen wir mal die Trägerwagen ändern. Ich glaube, der sollte vielleicht die Träger da hinten wegholen und dann, ne? Ja. Wo ist er denn jetzt hier? Holzrehe Heubach West. Bearbeiten machen wir da mal, ne? Gefräßabzweig.
Den schmeiß mal raus und wir gehen da hinten hin und holen die direkt da ab. Halt hinzufügen. Der. Und laden. Und voll. Und okay. So, jetzt fahren die dahin. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier das hinkriegen. Die Bretter weg. Bretter? Ne, Holzträger werden noch eingelagert, okay. Der hat aber gerade die Holzträger noch genommen, ne? Da sind auch nochmal Holzträger, ich weiß nicht, der fährt aber auch nach Heubach West. So, da läuft es erstmal so weit. Ja, wir sind jetzt mit 17.000 da unterwegs. Da kommt eine Ladung, deswegen machen wir nichts mehr. Hier müssten ein paar weniger Wagen jetzt sein, vielleicht ein, zwei. Ich weiß nicht, wie viel Heubach West angeliefert haben. Okay, der hat nichts mehr. Aber das wird jetzt schwierig, ne? Den Wagen voll zu kriegen dann. Die Züge. Okay, aber irgendwo fahren sie ja und da kommt einer wieder. Der steht jetzt hier, der wartet jetzt relativ lange, bis er dann da hinfahren kann, glaub, oder? Jetzt fährt er aber schon weiter. Ja, okay, das geht. Vielleicht müssten wir nochmal irgendwo eine Ausweiche bauen oder hier dieses Stück länger machen oder sowas. Eigentlich müsste der hier irgendwo anhalten. 12.000 ist natürlich jetzt für Gleise, die ja wahrscheinlich auch Unterhaltskosten haben, oder? Schwierig. Kostet 430. Ausweichen geht nur nach da. Bringt uns da jetzt nicht wirklich was, ne? Station wäre daneben zu bauen hier, ne? Kostet uns 30. Nicht genug Geld. Müssen wir auch wieder warten. Warte, da müssen wir einen wegschicken, damit entladen wird. Oh, da sehe ich schon, da wird auch wieder die Holzbalken werden irgendwo nicht mehr angenommen. Ist auch unrentabel. Okay, der wurde jetzt leer gemacht. Station. Wir müssen eigentlich zusehen, dass wir das zweite Gleis da hinkriegen, aber das finanziell können wir uns das gerade nicht leisten. Das ist gerade etwas schwierig. Ich glaube, der Umschwung zur Eisenbahn war vielleicht zu früh. Weil wir es finanziell uns hier irgendwie nicht leisten können, ne, oder? Jetzt ist nur die Frage, wo fährt er hier hin mit seinen Holzbalken? Nach Heubach West? Aber da wird doch noch. Werden noch Holzträger noch angenommen? Lass die mal gerade wegfahren. Jetzt gucke ich dir auch mal den hier an. Fährt auf jeden Fall hier lang. Hat schon erkannt, dass die Straße blockiert war. Das war schon mal gut. Und der fährt jetzt da oben hin. Der müsste den Heubach West doch ausladen dann, oder? So, kommt er jetzt an. Dreht er irgendwo, um dann hier auszuladen. Macht er auch. Warum der jetzt so unten angekommen ist, weiß ich nicht. Der muss weg. Ist auch weg.
Ist auch weg. Wahrscheinlich habe ich hier aus Versehen zweimal drauf geklickt beim gleichen Fahrzeug. Das könnte natürlich sein, ne? So, der fährt wieder weg. Das ist gut. Vielleicht müssen wir das... Ja, wir müssen unbedingt hier noch ein zweites Höschen in haben. Aber das ist geldmäßig etwas schwierig. Ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.